Hallo, liebe Abonnenten. Hiermit bedanke ich mich nochmal recht herzlich dafür, dass ihr mich abonniert. Es sind inzwischen über 400 und ich zeige euch im Nachgang, was in der nächsten Zeit hier auf der Modellbahn noch alles passiert. So, hier zeige ich euch weitere Arbeiten, die noch anstehen. Hier fehlt noch die Schrankenanlage. Leider ist die erst in der zweiten Hälfte November lieferbar, sodass hier alles erst nochmal so bleibt, wie es ist. Weitere Umbauarbeiten stehen noch in dem Schattenbahnhof an, in meinem Mini-Schattenbahnhof. Und zwar sind hier hinten noch zwei Weichen. Die bekommen noch die Elektronik und bekommen auch noch zwei Decoder. Ich hoffe, dass die heute eingehen. Bestellt sind sie schon seit längerem. So, dann habe ich mit Schrecken feststellen müssen, mal sehen, ob man sieht, dass sich, man sieht es hier nicht so. Seit gestern ist hier hinten ein Problem entstanden. Man wird es jetzt deutlich sehen, wenn die Modellbahn fährt. Dass hier eine Berg- und Talbahn entstanden ist. So, hier oben, der kleine Güterbahnhof ist auch noch nicht fertig. Da fehlen noch ein paar Teile. Also ihr seht, der Modellbahner hat noch viel Arbeit. Auch im Landschaftsbau ist noch einiges zu tun. Was im Moment richtig Freude macht, ist die Bergstrecke. Die läuft.